Hallo, danke wieder fürs Einschalten. Im letzten Video haben wir ja hier diese Buchse behandelt, wie wir damit eben NPN und PNP-Transistoren auseinanderhalten können, wie wir sie messen können und wie wir die Anschlüsse ermitteln können, das heißt Basis, Mitter und Kollektor. Ich kann das Video nochmal hinten dran hängen für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Und jetzt wollen wir das unterscheiden, also zwischen PNP und NPN, nochmal mit dem Diodenmessverfahren machen. Das heißt, habt ihr nicht so eine Buchse hier oder könnt die nicht nutzen, weil euer Transistor nicht so lange Anschlüsse hat, können wir natürlich das auch ganz einfach unterscheiden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass bei euch die Basis in der Mitte ist, also der mittlere Anschluss. Und dann ist es für uns relativ einfach, das eben herauszufinden. Ein NPN-Transistor funktioniert ja im Prinzip umgekehrt wie ein PNP-Transistor und dementsprechend muss man hier auch einfach das Messen in dem Sinne, ja, wie soll ich sagen, umgekehrt machen. Das heißt, wenn wir mit der roten Messspitze mal an die Basis gehen und mit der schwarzen mal an den Kollektor oder an den Emitter, müssten wir theoretisch ein Ergebnis bekommen. So, und das ist auch hier der Fall, wie wir gesehen haben. Das heißt also, messt ihr in der Mitte, das heißt an der Basis, und geht dann in den Kollektor oder an den Emitter und bekommt eine Anzeige, das heißt, dass ihr wollt 0,8 Volt, also Spannungsabfall, dann ist es definitiv ein NPN-Transistor. Beim PNP-Transistor ist es genau umgekehrt. Da müsst ihr mit Rot außen rangehen und mit Schwarz in die Mitte. Bekommt ihr dann ein Ergebnis, wisst ihr, dass es ein PNP-Transistor ist? Bekommt ihr kein Ergebnis, wisst ihr, dass es eben keiner ist? Oder dass er vielleicht kaputt sein könnte, aber wenn man davon ausgeht, dass sie funktionieren. Das heißt, gehe ich jetzt hier mit Schwarz in die Mitte an die Basis und mit Rot an den Emitter oder an den Kollektor, bekommen wir keinen Ausschlag, das heißt, es fließt keine Spannung und somit ist es definitiv kein PNP-Transistor, sondern eben ein NPN-Transistor. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz: an die Basis mit Rot gehen und dann Emitter oder Kollektor mit Schwarz, also mit dem Negativen. Und wenn ihr dann einen Ausschlag bekommt, einen Spannungsausschlag im Diodenmessmodus, dann ist es ein NPN-Transistor. So, also ganz einfach. Das heißt, wir können ihn jetzt hiermit herausfinden, um welchen Transistor es sich handelt und auch mit dieser Methode. Im nächsten Video werden wir dann weitermachen und werden einfach mal den NPN-Transistor mal durchmessen und schauen, wie man ihn eben prüfen kann, ob er eben funktioniert.